Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Mit Strom, Erdgas, Wärme sorgen wir für Ihr Wohlbehagen. Neues und Frisches zur Newcomer Night. Oberbürgermeisterin eröffnet mit Fassbieranstich Zwickauer Stadtfest und Verkehrsbehinderungen an Schedewitzer Brücke. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Ein herzliches Willkommen, einen schönen guten Abend zu unserer ersten regulären Ausgabe von Tag aktuell nach der Sommerpause. Heute direkt aus der Zwickauer Innenstadt. Drei tolle Tage hat Zwickau erlebt. Das Stadtfest war ein voller Erfolg und hinter mir laufen noch die letzten Abbauarbeiten. Das Stadtfest wird uns heute auch beschäftigen, doch dazu etwas später in dieser Sendung. Eine siebenköpfige Zwickauer Delegation mit Oberbürgermeisterin Pia Findeis und IHK-Präsidentin Ulla Reichel reist morgen nach China. Dort soll die Städtepartnerschaft zwischen Yangcheng und der Schumannstadt besiegelt werden. Ziel ist die langfristige Zusammenarbeit beider Regionen auf wirtschaftlicher, touristischer und wissenschaftlicher Ebene. Den inoffiziellen Startschuss für das 12. Zwickauer Stadtfest gaben jedes Jahr einige Newcomer-Bands der Region. Bei gutem Wetter fanden sich rund 4000 Besucher auf dem Hauptmarkt ein, um den fünf Gruppen einen stimmungsvollen Rahmen zu schaffen. Die Musik reichte von Indie-Rock über Crossover bis hin zu Punk-Rock. Das vorwiegend junge Publikum ließ sich schon gleich zu Beginn durch die fünf Jungs der Newcomer-Band Still Trees aus Königswalde mitreißen. Sie wurden Zweiter des 19. Zwickauer Bandwettbewerbs und für sie ist es nicht alltäglich, vor so einem großen Publikum zu spielen. Gegen 10:45 betrat dann das Highlight des Abends die Bühne. Die deutsche Punkrock-Band Turbostart aus Flensburg heizte dann die Massen so richtig ein und gab aktuelle Songs ihres neuen Albums zum Besten. So war es ein gelungener Einstieg des bevorstehenden Festwochenendes. Nachdem es bereits am vergangenen Donnerstag mit der Newcomer Night den quasi inoffiziellen Startschuss zum Zwickauer Stadtfest gab, fand am Freitag dann die offizielle Eröffnung des 12. Stadtfestes statt. Traditionell wurde die wieder auf der Hauptmarktbühne mit dem Fassbieranstich durchgeführt. Mit dem Ausspruch "Jetzt machen wir das Dutzend voll" eröffnete Zwickaus Oberbürgermeisterin Dr. Pia Findeis das 12. Stadtfest. In diesem Jahr machen wir das Dutzend voll. Genau wie im Vorjahr brauchte sie für den Anstich des ersten Fasses der Mauritius Privatbrauerei gerade mal zwei Schläge. Drei Worte. Auxopf ist. Ja, zum Wohl, großen Applaus aus Zwickau. In ihren Ausführungen dankte sie allen Sponsoren, die wieder mit dafür sorgten, dass Zwickau auch in diesem Jahr wieder ein tolles Fest feiern kann. Besonders erfreut war sie aber auch, dass in diesem Jahr bereits zur Eröffnung so viele Gäste gekommen waren. Vier tolle Tage auf vier Bühnen. Ein Tag ist ja schon vorbei. Und es sind heute so viele gekommen zur Eröffnung wie sonst eigentlich nicht. Und ich nehme an, dass das Stadtfest erwartet wird, dass alle darauf hinfiebern. Und das Programm, was wir bieten, ist ja auch spitze. Und es wird Lebensfreude sein in Zwickau. Und wir freuen uns alle, dass das Wetter so toll ist und dass wir in Zwickau ein schönes Wochenende haben werden. Gleich nach der Eröffnung nutzten wir die Möglichkeit, von einigen Sponsoren zu erfahren, warum ihnen die Unterstützung des Stadtfestes Jahr für Jahr so wichtig ist. Also Sie kennen ja unser Motto, Sparkasse gut für die Region. Und ich denke, das ist was Herausragendes, was unsere Region auszeichnet, dieses Stadtfest. Und bei dem Wetter und der tollen Stimmung, die heute ist, kann ich nur sagen, Prost Zwickau. Ja, ich sag mal, wir sind sehr verbunden mit der Region, wir sind sehr verbunden mit der Stadt. Und das wollen wir natürlich auch damit zeigen, dass wir hier sponsern, dass wir hier mit unterstützen, dass einfach das ein einmaliges Highlight hier im Jahr, das wollen wir unterstützen. Und wir wollen natürlich auch dafür sorgen, dass die Zwickauer zum einen zusammenrücken und zum anderen, dass wir stolz sind. Ich bin ja seit längerem dabei, herauszufinden, was auf Sächsisch heißt, mir sind mir. Leider habe ich es noch nicht ganz rausgefunden, aber da müssen wir gemeinsam dran arbeiten und ich denke, da kann das Stadtfest hier einen guten Beitrag zu leisten.
Also das ist für uns ganz wichtig, deswegen, weil wir ja lokal und regional verbunden sind. Das Fest ist ein lokales Fest und es wäre überhaupt nicht angemessen, wenn wir nicht vertreten wären. Also wir freuen uns, dass es unseren Kunden Spaß macht. Wir wünschen allen Kunden, aber auch allen anderen Gästen, dass das Fest ein gelungenes Fest wird, dass das Wetter mitspielt und dass alle am Ende sagen, Zwickau ist toll, Zwickau, hier wollen wir gerne leben. Den musikalischen Startschuss auf der Hauptmarktbühne gaben dann die Hornets. Auch in diesem Jahr zeichnet Radio Zwickau wieder für die Aktivitäten auf der großen Bühne vor dem Rathaus verantwortlich. Den Radiomachern war es auch diesmal wieder gelungen, jede Menge tolle Künstler zu verpflichten. Also man muss dazu sagen, es ist ja jedes Jahr immer die Spannung, wen kriegen wir zum Stadtfest. Und dieses Jahr ist uns gelungen, wirklich absolute Top-Acts aus den Charts auf die Bühne zu holen. Die Rede zum Beispiel von Ewig, Janet Biedermann mit ihrer Band, Selig natürlich. Und eine, auf die ich mich ganz besonders heute Abend freue, das ist Leslie Clio. Das ist so eine Mischung aus Adele und Amy Winehouse. Die kommt aus deutschen Landen, klingt aber nicht so und wird heute Abend hier auf dem Hauptmarkt ordentlich Stimmung machen. Und wir sind schon stolz, dass wir die hier auf die Bühne gekriegt haben. Euer Hauptgeschäft ist ja Radio machen. Wie ist das denn? Wie muss man sich das vorstellen? Wann geht ihr dafür in die Planung? Wie wird das alles organisiert? Also man sagt so schön, nach dem Stadtfest ist vor dem Stadtfest. Man lernt natürlich immer aus dem, was man gemacht hat. Und das nächste Jahr drauf will man es immer besser machen. Ich denke, das ist uns die letzten Male sehr gut gelungen. Und auch dieses Jahr wird es noch einen kleinen Tropfen mehr geben als letztes Jahr. Und ja, die Planungen sind, ich denke mal, so seit einem Jahr die ersten Planungen. Und dann wird das so peu à peu immer mehr und mehr und mehr. Und die letzten Monate natürlich vor dem Stadtfest ist dann bei uns reines Chaos, weil dann natürlich die heiße Phase beginnt und die letzten Künstlerzusagen, Verträge gemacht werden und alles geplant wird bis ins letzte Detail. Nicht nur auf den drei Stadtfestbühnen gab es jede Menge zu erleben. Anziehungspunkt waren auch die zahlreichen Fahrgeschäfte und Losbuden rund um den Hauptmarkt. Eine besondere Attraktion war auch das große Riesenrad gleich neben dem Schumann-Denkmal. Von hier aus hatte man einen wunderbaren Ausblick auf das gesamte Stadtzentrum. Unsere Kamerafrau hat sich getraut und für sie einige Impressionen eingefangen. In der weiteren Folge des Abends haben wir dann noch auf der Kornmarktbühne vorbeigeschaut. Hier begeisterten Simone und ihr flotter Dreier die Besucher mit den großen Hits aus den 1950er und 60er Jahren. Ein Publikumsmagnet war zu vorgerückter Stunde auch Marion Lamarche und The Buried Alive Blues Band auf der Domhofbühne. In wahrhaft authentischer Art und Weise interpretierte die Künstlerin Titel der unvergessenen und viel zu früh verstorbenen Janis Joplin. Ein weiteres Highlight gab es um 22 Uhr auf der Kornmarktbühne. Die junge Sängerin Leslie Clio wusste die Massen zu begeistern. Bekannt wurde die 27-Jährige übrigens durch ihre zweite Single I Couldn't Care Less, die Teil des Soundtracks des Kinokassenschlagers Schlussmacher war. So war bereits der Eröffnungstag des 12. Zwickauer Stadtfestes eine runde Sache. Zu Beginn unseres Kurznachrichtenblocks noch ein Hinweis in eigener Sache. Sicherlich werden Sie festgestellt haben, dass das Programm von Television Zwickau im Moment recht eingeschränkt ist. Nun, mit der technischen Überarbeitung unserer Sendeabwicklung ist alles ein bisschen schwierig. Denn wir haben im Moment noch keine Leitung zu unseren Kabelanbietern. Also bringen wir Ihre Sendung im Moment per Turnschuhnetzwerk zu den jeweiligen Kopfstationen. Das heißt, es gibt dort eine DVD bzw. einen Stick, wo entsprechend abgeschaltet wird.
gespielt wird. Das soll sich im Laufe der Woche allerdings ändern. Wir hoffen drauf. Auch in Werdau gibt es hier und da einige kleine Bildprobleme. Da müssen Sie sich im Moment mit langgezogenen Köpfen abgeben. Allerdings muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, hat diese Formatverschiebung auch einen kleinen Vorteil. Sie sehen nämlich den dicken Moderator von Television Zwickau relativ schlank. Und damit jetzt unsere Kurznachrichten. Das Georgius Agricola Gymnasium in Tlauchau gehört erneut zu den Siegern des sächsischen Programms Pegasus Schulen adoptieren Denkmale. Mit dem Projekt Museum ganz anders konnten die Glauchauer die Siegprämie von 500 Euro einfahren. Für 2 Jahre beschäftigen sich die Schüler jeweils mit einem Denkmal, adoptieren es und beschäftigten sich mit der Geschichte des Denkmals. Bei Erntearbeiten in Denneritz geriet am Samstag ein Mähdrescher in Brand. Der Fahrer wollte mit dem Feuerlöscher den Brandherd im hinteren Bereich der Maschine löschen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Daraufhin breiteten sich die Flammen am Mähdrescher und auf dem Feld aus. Die herbeigerufene Feuerwehr kam mit 60 Kameraden zum Einsatz. Der Mähdrescher brannte vollständig aus und es entstanden 250.000 Euro Sachschaden. Süßigkeiten sind auch in diesem Jahr der Renner in deutschen Zuckertüten. Rund 47% der Befragten eines Verbraucherportals entschieden sich für diese Variante. Auf Platz 2 folgen Schulutensilien wie Füller und Federmappen. Jeder 4. Befragte schenkte in der Zuckertüte Geld. Werbung. Live, die Open-Air-Tour im Sommer 2013. Pur live. Die Open-Air-Tour im Sommer 2013. Infos und Tickets unter www.pur.de. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Ganze Welt in Ihrem Auto. Der neue Citroën C4 Picasso Techno Spaß. Jetzt schon ab 19.990 Euro. Citroën. Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. Thank you.
hat's diesmal geklappt mit dem neuen Job? Na, dann pass mal auf. Na bitte, geht doch. Hofmann Personal bietet Arbeitsplätze überall in Deutschland. Und? Wann bewerben Sie sich? Am Wochenende wurde in die Räume der landeskirchlichen Gemeinschaft in der Hegelstraße eingebrochen. Die Einbrecher durchwühlten die Räume und das Mobiliar und entwendeten Tontechnik im Wert von 3.000 Euro. Darüber hinaus wurde ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro verursacht. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 4.30 Uhr und 6 Uhr morgens. Am frühen Sonntagmorgen brach auf dem Holzbalkon eines Traditionsgasthofes in Oberhohndorf ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen relativ schnell löschen. Alle Pensionsgäste hatten sich bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Bei den Löscharbeiten wurden Zigarettenkippen gefunden, die vermutlich Auslöser des Balkonbrandes waren. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Noch bis voraussichtlich 24. August müssen Autofahrer an der Schedewitzer Brücke die Nerven behalten. Dann sollen die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahndecke abgeschlossen sein. Mit dem 5. August wird auf dem Streckenabschnitt der B93 zwischen Wildenfelser Straße und Bockwarer Brücke Bitumen erneuert. Während der gesamten Bauzeit ist die Bundesstraße in Richtung Wilkau-Haslau voll und in Richtung Zentrum halbseitig gesperrt. Die großräumige Umleitung und die Verkehrsbehinderungen sorgten in den letzten Wochen für verärgerte Autofahrer. Auch der öffentliche Nahverkehr ist von den Maßnahmen entsprechend betroffen. Werbung. Zu Hause ist ja das, wo die Leute leben, die man gerne hat. Alt und jung zusammenleben. Wo auch immer Leben in der Bude ist. Es hält ein bisschen jung. Ja, es hält uns jung, stimmt. Wo man eine Rückzugsmöglichkeit hat. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Das gehört für uns eigentlich zur Wohnqualität, dass die Menschen miteinander auch umgehen können. Idylle, also sprich auch grün in der Gegend. Da, wo ich spielen kann. Entspannen kann. Genügend Platz hat, wo auch mal jemand übernachten kann. Bei jungen Leuten vor allen Dingen kommt mal schnell jemand vorbei. Ich fühle mich hier zu Hause. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hotel Flexig in Giegengrün und Hartmannsdorf, der Idylle des oberen Landkreises. Aktive Erholung und Entspannung für den Gestressten, mit Küche vom Feinsten, mit öffentlicher Sauna und Schwimmbad. Flexig bietet alles. In der Fußball-Regionalliga hat der FSV Zwickau seine erste Saisonniederlage kassiert. Beim SV Babelsberg unterlagen die Ziegner Schützlinge am Sonntag mit 1:2. FSV-Trainer Thorsten Ziegner zeigte sich nach dem Spiel sehr unzufrieden. Man habe verdient nichts mitnehmen können, denn es sei nicht das gespielt worden, was man eigentlich könne. Am späten Sonntagnachmittag kehrten die Bundesliga-Handballerinnen des BSV Sachsen aus einem dreitägigen Trainingslager zurück. In Müllrose nahe Frankfurt-Oder absolvierte die Mannschaft um Kapitän Claudia Stein neben mehreren Übungseinheiten auch zwei Testspiele gegen Ligakonkurrent Füchse Berlin ab. Mit 36:32 und 28:20 verloren die Zwickauerinnen beide Partien. Coach Norman Rentsch zeigte sich dennoch zufrieden mit den Spielen und den Vorbereitungen.
Fortschritten seines Teams im Trainingslager. Die Eispiraten Crimmitschau bieten ihren Fans ab sofort den Spielplan für die kommende Saison in der zweiten deutschen Eishockeyliga zum Download an. Zudem sind alle Termine und Anspielzeiten der Vorbereitungsbegegnungen vor dem offiziellen Punktspielstart am 13. September enthalten. Werbung. Es ist Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit. Und nun versuchen Sie auch gar nicht erst, Ihre Hände in Unschuld zu waschen hier, liebe Kolleginnen der FDP und Herr CDU-CSU, der Bündnis 90 Die Grünen und auch der SPD-Fraktion. Sie haben hier in diesem Hause diese unsägliche Agenda 2010 beschlossen und eine Lohnspirale nach unten in Gang gesetzt, die aufgehalten werden muss. Sabine Zimmermann, für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Immer mehr Menschen befinden sich inmitten der Altersarmut. Gerade hier im Osten wirkt sich die dramatische Situation am Arbeitsmarkt jetzt aus. Die niedrigen Löhne und die langen Arbeitslosenphasen tragen dazu bei, dass die Renten immer niedriger werden. Sabine Zimmermann, für eine gute Rente ohne Armut im Alter. Haben wir 20.000 Menschen in der Region, die erwerbslos sind. Und so kann es doch nicht weitergehen. Für ein Recht auf Arbeit und ein menschenwürdiges Leben. Sabine Zimmermann, weil es sozialer geht. Ja, und das war sie, die erste offizielle Ausgabe von Tag aktuell im August hier bei Television Zwickau. Ich hoffe, Sie sehen uns das eine oder andere im Moment noch nach. Wir sind wirklich im Moment daran am Arbeiten, dass technisch alles wieder so funktioniert, wie Sie es gewohnt sind. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Ciao und tschüss, bis morgen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer heutigen Gesundheitssendung. Beim Begriff Arthrose fühlt sich manch einer ganz schnell hilflos. Das liegt einzig und allein daran, dass die Informationen fehlen. Und genau dafür sind wir ja da. Ich freue mich deshalb auch ganz besonders, dass ich unseren Experten für Naturheilverfahren begrüßen kann, den Herrn Dr. Krieg. Herr Dr. Krieg, sagen Sie Arthrose. Was ist das genau und wie entsteht so etwas? Eine Arthrose ist eine Verschleißerkrankung des Gelenkknorpels. Betroffen davon können prinzipiell alle Gelenke sein. Hauptsächlich sind jedoch die großen Gelenke von Arthrose betroffen. Und zwar die Kniegelenke, die Hüften und die Sprunggelenke, aber auch die Schultern. Kleinere Gelenke wie die Fingergelenke können ebenso an Arthrose erkranken. Auch die Bandscheiben können an Arthrose erkranken. Zur Erklärung, was ist eine Arthrose? Schauen wir mal auf dieses Röntgenbild hier. Es ist eine Beckenübersichtsaufnahme einer etwa 50-jährigen Patientin. Sie sehen hier das knöcherne Becken und den rechten Hüftknochen. Der Hüftknochen und das Becken sind durch eine Struktur hier, den wir den Gelenkspalt nennen, getrennt. Normalerweise ist diese Struktur so etwa so dick wie mein kleiner Finger. In diesem Fall hat dieser Gelenkspalt eine geringere Breite. Er ist gefüllt mit einer gallertigen Masse, die wir den Gelenkknorpel nennen. Kommt es nun zu einem Abreiben, zu einem Riss, zu einer Verminderung, zu einer Destruktion dieses Gelenkknorpels, dann können im schlimmsten Fall beide Knochen sich einander berühren und dann entsteht Entzündung und Schmerz. Das führt dann beim Patienten zu einer schmerzhaften Einschränkung der Beweglichkeit. Okay, das tut natürlich weh, aber betrifft das jetzt nur ausschließlich den Knorpel? Wir müssen uns da die Anatomie eines Gelenkes ein bisschen näher anschauen. Einmal
spielt der Gelenkknorpel hier in der Tat eine wichtige Rolle, denn er definiert ja den Abstand zwischen den beiden Knochen. Ebenso das umliegende Bindegewebe, das aus Sehnen, Bändern, Muskeln besteht, auch das definiert insgesamt die Stabilität eines Gelenkes. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Krieg. Liebe Zuschauer, jetzt wissen wir schon einmal, wie Arthrose entsteht. Spannend ist aber auch, was man dagegen tun kann. Und das erfahren Sie gleich. Das ist Jens Reimann. Früher machte er gerne viel Sport. Vor allen Dingen Laufen und Radfahren. Doch seit geraumer Zeit plagen ihn Knieprobleme beim Laufen und Gehen. Und das, obwohl er erst 45 ist. Zunächst habe ich nur einen leichten Schmerz in meinen Knie bemerkt und allerdings anfangs nur unter Belastungen. Später kamen dann auch Schwellungen dazu und der Schmerz verstärkte sich. Und jetzt tritt er auch in Ruhephasen auf. Eine Untersuchung beim Arzt soll Klarheit bringen. Die Knie werden untersucht. Ist die Bewegungsfähigkeit eingeschränkt? Wenn ja, in welchen Richtungen? Ja, anfangs hatte ich nur leichte Schmerzen in einem Knie. Aber mittlerweile habe ich in beiden Knien so starke Schmerzen, dass ich viele alltägliche Sachen gar nicht mehr machen kann. Die Arthrose, die schränkt mich sehr stark ein in meiner Lebensqualität und auch Freude. Die Diagnose Arthrose. Doch noch ist es nicht zu spät. Eine Operation kann noch vermieden werden. Mit einem ausgewogenen Ernährungsplan und den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln, wie dem neuen Atrobel Super Plus, kann Jens Reimann in Zukunft wieder ein unbeschwertes Leben genießen. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie weiter dabei sind. Wir hatten schon etliche wichtige Informationen rund um das Thema Arthrose von Herrn Dr. Krieg und wir bleiben auch weiter am Thema dran. Bei mir sitzt schon Frau Michaela Krieg. Frau Krieg, Ihre Firma, die Medicus GmbH, die stellt ja ausschließlich Produkte her, die Ihr Vater, der Herr Dr. Helmut Krieg, entwickelt hat. Was sind denn da jetzt so die Neuentwicklungen? Ja, Frau Wagner, unser neuestes Präparat ist das Arthrobel Super Plus. Und mit diesem Präparat ist meinem Vater wieder etwas ganz Tolles gelungen. Wie alle unsere Medicus Naturheilmittel hat er auch dieses Produkt aus seiner langjährigen ärztlichen Erfahrung heraus entwickelt. Langjährige ärztliche Erfahrung hört sich total spannend an. Was ist denn das Besondere an dem neuen Arthrobel Super Plus? Das Arthrobel Super Plus hat eine sogenannte Dreifachwirkung. Das heißt, es baut nicht nur den Knorpel auf, sondern auch Bindegewebe und Knochen. Und damit profitiert das kranke Gelenk auf verschiedenen Ebenen. Ganzheitliches Denken überzeugt mich persönlich natürlich immer. An drei Komponenten ansetzen, also Knorpel, Bindegewebe und dazu auch noch den Knochen stärken. Das finde ich super. Wo wird denn das Produkt überhaupt hergestellt? Wir produzieren nach wie vor ausschließlich in Deutschland. Damit hat der Kunde die Garantie, dass er wirklich ein hochwertiges Produkt in den Händen hält, das in der Herstellung auch ganz strengen Vorschriften unterworfen war. Arthrobel Super Plus, also direkt aus Deutschland. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran, es geht nämlich weiter bei uns um Arthrose. Bestellen Sie jetzt Arthrobel Super Plus zur Behandlung von Arthrose und verbessern Sie die Beweglichkeit Ihrer Gelenke. Bestellen Sie einfach per Telefon unter 07051 93 52 577 oder besuchen Sie uns im Internet unter www.medicus-gmbh.de. Das neue Arthrobel Super Plus bekommen Sie auch in jeder Apotheke. Jens Reimann hat Arthrobel Super Plus getestet. Inzwischen hat sich die Beweglichkeit seiner Kniegelenke stark verbessert. Er treibt wieder Sport und ist begeistert von Arthrobel Super Plus. Ich habe Arthrobel Super Plus die letzten 3 Monate eingenommen und ich muss sagen, ich bin restlos begeistert. Meine Schmerzen sind weniger geworden, meine Beweglichkeit hat sich immens gesteigert und Bewegung macht jetzt wieder richtig Spaß. Ich kann nur sagen, Arthrobel ist wirklich Super Plus. Unsere Kunden berichten über das neue Arthrobel Super Plus, dass die Beweglichkeit deutlich verbessert wird und kaufen es auch ganz gerne nach. Unsere Kunden sind begeistert vom Arthrobel Super Plus und sie sprechen über Schmerzfreiheit, über eine wiedergewonnene Lebensfreude an der Bewegung und über eine erhöhte Lebensqualität. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder dabei waren. Und ich freue mich auch schon auf unsere nächste Gesundheitssendung. Tschüss und bis bald.
Bestellen Sie jetzt Atrobel Super Plus zur Behandlung von Arthrose und verbessern Sie die Beweglichkeit Ihrer Gelenke. Bestellen Sie einfach per Telefon unter 07051 93 52 577. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.medicus-gmbh.de. Das neue Atrobel Super Plus bekommen Sie auch in jeder Apotheke. Television Zwickau.